Ja, hier willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, in der letzten Folge haben wir Duplema erreicht, welcher von Pascal repariert worden ist, welcher von Richard ausgenuckelt worden ist. Und ja, Richard hat irgendwie vor, das Elf aus allen Balkness Cryers hier zu absorbieren, und im Bowrona hat er das auch gemacht, und jetzt ist er höchstwahrscheinlich in Fendel unterwegs, und da müssen wir jetzt auch hin. Und Hubert hat sich uns angeschlossen. Ich wollte euch eigentlich jetzt hier am Nordtor treffen, wo wir eigentlich hin sollten. Ja. Und dann habe ich gesehen, hier ist ja noch was. Und das geht natürlich vor, ne? Was ist denn los? Hubert? Marian, bist du das? Oh, du erinnerst dich noch an mich? Kennt ihr euch? Mehr oder weniger. Was machst du denn hier draußen? Ich wollte mich als Juwelenschleiferin selbstständig machen. Alles lief bestens, bis mir vor ein paar Tagen mein ganzes Werkzeug abhanden gekommen ist. Hast du eine Anfrage eingereicht? Natürlich, gerade eben erst. Also, wer sind deine Freunde? Cherry ist eine Freundin aus Kindertagen und der begriffsstutzige Kraftprotzieher ist mein Bruder Aspel. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin Marianne. Hallo, Marianne. Tja, ich sollte mich dann mal besser nach Sablisol aufmachen und meine Anfrage auch dort einreichen. Sablisol? Ja, ich war gerade von dort zurückgekommen, als ich bemerkte, dass mein Werkzeug weg ist. Wahrscheinlich habe ich es dort verloren oder irgendwo auf dem Weg. Es scheint mir ganz schön viel Aufwand, um gebrauchtes Werkzeug wieder zu bekommen. Warum kaufst du nicht einfach Neues und lässt es gut sein? Ich weiß, aber sie bedeuten mir eine Menge. Tja, also, wir sehen uns, Hubert. Wir könnten ihre Werkzeuge suchen gehen. Was meint ihr? Sie schienen ihr wirklich wichtig zu sein. Und wenn sie sie in der Wüste verloren hat, ist nichts davon auszugehen, dass jemand sie einfach zufällig findet. Es könnte sogar sein, dass sie von einem Monster gefressen wurden. Wenn ihr sie unbedingt suchen wollt, von mir aus. Dafür müsst ihr aber erstmal die Anfrage angucken. Weg von hier aus bis zu Sapley soll. Sollen wir mal Herr Oswald einen Besuch abstatten? Vielleicht freut er sich, uns wiederzusehen. Ne? Na, oder auch nicht. Ich habe gedacht. Aber anscheinend nicht. So, dann müssen wir mal kurz zum Dingens gehen, zum Gasthaus. Hier ist auch noch Quest. Hallo. Du meine Güte, ihr seht genauso wie Moira. Moira? Moment, ihr kennt so, ich meine, dieses Mädchen? Ich glaube, ich meine, ich, aber nein, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Ja, die Ehefrau. Ach, wir haben Gäste. Und wo kommt ihr? Moira? Bist du es wirklich? Keine Ahnung. Schatz, Schatz, komm her, schnell. Moira ist hier. Oh. Wer ist Moira? Keine Ahnung. Ich glaube, das könnten deine Eltern sein, Sophie. Endlich haben wir deine Familie gefunden. Familie? Das wird kompliziert, das sehe ich jetzt schon. Dann erinnerst du dich also nicht mehr? Nennst du dich darum jetzt Sophie? Espel, nicht wahr? Vielen Dank, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Wir stehen tief in eurer Schuld. Keine Ursache, ich habe nur getan, was jeder an meiner Stelle getan hätte. Und so bescheiden, hihi. Komm schon, Schatz, steh nicht einfach nur so da, sag etwas. Ja, ich hätte nie gedacht, dass wir uns je wiedersehen würden. Was ist los mit dir? Du benimmst dich, als würdest du gar nicht freuen, sie zu sehen. Ja, was das angeht, hätte ich noch eine Frage, wenn es recht ist. Seid ihr euch absolut sicher, dass das eure Tochter ist? Ist das wirklich Moira? Wenn euch unser Wort nicht reicht, dann seht euch das an. Das ist ein Bild von Moira, das ein berühmter Maler von ihr angefertigt hat. Wie sieht sie nochmal aus?
Sie sehen sich überraschend ähnlich. Natürlich tun sie das, schließlich ist das unsere Moira. Dein Zimmer ist noch genauso wie früher, Moira. Mach es dir erstmal gemütlich und heute Abend feiern wir deine Rückkehr. Ich bin mir sicher, dass dein Gedächtnis in 0,0 zurückkehrt. Gut, gnädige Frau, soll ich Moira und ihre Freundin in ihr Zimmer begleiten? Sie sind bestimmt verschöpft von der Reise. Aber ja, aber wir müssen auch das Fest vorbereiten. Psst, ich muss euch etwas fragen. Glaubt ihr, ihr könnt dafür sorgen, dass Moiras Mutter die Wahrheit sieht? Ist es unmöglich, dass eure Sophie Moira ist? Moira wurde letztes Jahr in der Stratterwüste von Monstern angefallen. Was? Worauf wollt ihr hinaus? Ich wusste doch, dass hier etwas nicht stimmt. Ihre Eltern haben sich nicht richtig von dem Schock erholt. Ich glaube, ihr Vater erkennt die Wahrheit, aber weil er seine Frau zum ersten Mal seit langem glücklich sieht. Ich bin nur die Bedienstete auf. Mich werden sie also nicht hören. Ich weiß, dass das viel verlangt ist, aber bitte, ihr müsst etwas tun. Unser Wort allein wird nicht ausreichen. Wir müssen beweisen, dass Sophie und Moira nicht ein und dieselbe Person sind. Nun, vielleicht hat sie etwas in der Wüste hinterlassen, als sie verschwand. Gut, es ist zwar unwahrscheinlich, aber wir sehen, was wir tun können. Vielen Dank. Ich werde die Anfrage einbringen, damit alles seine Ordnung hat. Bitte, helft ihnen, diese Sache hinter sich zu lassen. Na gut, okay. Ein turbulentes Missverständnis. Warum ist hier nicht Dingens? Wo ist denn das Gasthaus? Ist das hier unten? In einem anderen Bezirk? Ich würde eigentlich nur zum Gasthaus und dann kommen hier von überall auf einmal Quests. Ja, besser jetzt als später. Dann kann ich jetzt schon Titel und so bekommen. Ja, okay, hier. Dann nehmen wir hier. Meine Intuition hat mir gesagt, ich muss da oben hin, weil da ist richtig. Ne? Anfrage ansehen. So. Eine sanfte Eisenwurfklinge. Polierwerkzeug. Nach einer Rückkehr aus Sapli soll nach Julibert war mein Polierwerkzeug verschwunden. Wenn ihr es findet, meldet euch bitte. Westlich von Juliberte. Okay, ich glaube, wir sind in diesem Part hier irgendwie beschäftigt. 20 Minuten. We should eat something before we go. What do you say, Hubert? Surely you understand that this is no time for dawdling. Or have you already forgotten our mission? Don't be like that, Hubert. Who knows when we'll have another chance to eat? You think I don't know that? That's precisely... What do you want? You used to like eggs, right? You want some eggs? Hey, are you even listening to me? You should eat something. I think it would make Asbel and Sheria very happy, don't you? It seems I have little choice in the matter. Very well. I give you exactly 20 minutes. I'm a busy man. Okay. Hubert hat gesprochen. Na gut. Er scheint nicht so zufrieden zu sein, sich unserer kleinen Gruppe hier angeschlossen zu haben. Habe ich so das leichte Gefühl. Aber naja. Eine sanfte Eisenwurfklinge, genau. Kann ich eine sanfte Eisenwurfklinge herstellen? Bitte ja. Bitte sag ja. Habe ich überhaupt eine Eisenwurfklinge? Das wäre schon mal gut. Ich habe noch nie was verkauft, also muss ich es nicht haben. Ich habe keine Eisenwurfklinge. Muss ich die dualisieren oder was? Sanaba. Kann ich eine kaufen? Ma. Ach ja, genau. Und Doppelklinge hat er schon. Ich glaube, wir haben jetzt unsere zweite Person, die schwere Rüstungen hier tragen sollte. Nur weil das gleiche ist, hallo? So. Langsam brauchen wir für ihn jetzt aber auch mal ein paar Titel. Weil sonst sind die ganzen Kämpfe hier ganz schön, ja. Bringt's nicht so, würde ich mal sagen. Verschwendet. Das ist das, was ich sagen wollte. So, von hier aus nach Juliberte, Sapli soll. Müssen irgendwo Werkzeuge sein. Das wird lustig. Ich weiß nicht, wo sie sind,
aber ich werde es schon finden. Probieren wir mal Hubert aus. Jo. Hubert ist auch mehr so ein Nahkämpfer. Ich denke mal schön hier Arzt einsetzen, um die Gegner kaputt zu kloppen. Aber gleichzeitig kann er auch mit seinen Pistolen schießen. Geil war. Also er hat da schon einige Benutzungen bei seinen Arzt, was ich irgendwie nicht verstehe. Die haben ihn noch gar nicht vorher gehabt, außer diesen. Wohl doch, klar. Im Kampf gegen Richard. Huberts Arzt. Hubert kann Nahdistanz Doppelklingenarzt mit X und Distanz Zwillingsschussarzt mit Kreis nutzen. Da sich seine kritische Doppelklingenanzeige nur langsam füllt, solltest du auf eine gute Balance beider A-Typ machen. Schlage rasch und kräftig zu und dränge den Gegner in die Defensive. Kritische Doppelklingenanzeige, was? Also das Dingen, glaube ich, unter dem Porträt. Eine wirbelnde Muschelschale. So, ich werde jetzt hier alles auf den Kopf stellen, um die Werkzeuge zu bekommen. Weil ich habe die Zeit. Die Ausrede darf ich nicht mehr so oft benutzen. Oh, das war einfach. Na? Die Werkzeuge ausmachen. Ein Gegengift wollte ich gar nicht einsetzen. Zack. Bam. Das ging schnell. Joey hat jetzt den Donnerbrausen-Adeptentitel. Hubert's Arzt 2. Arzt lassen sich zu E-Arzt kombinieren. Wenn mit Hubert eine große Kombo zusammenstellt, solltest du zunächst eine 2 SKA-Arzt nutzen und erst dann zu den E-Arzt wechseln. Keine Panik, wenn das Ziel entweicht. Huberts Stärke ist seine Fähigkeit, ohne Pause anzugreifen, selbst in solchen Situationen. Ja, leider auf Kosten der Defensive, weil Hubert wird sehr oft drauf gehen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Hey, es hat eine Tasche verloren. Bingo, das muss es sein. Ja, das ist Marians Werkzeug. Das erkennst du auf den ersten Blick. Ich bin beeindruckt, kleiner Bruder. Los, bringen wir sie nach Juliberte. Einverstanden. Das Polierwerkzeug. Na gut, das ging schnell. So, mit Malik will ich den Titel wechseln. Wohl Schaden runter. Ja, komm. Warum denn nicht? So, dann noch ein paar Kämpfe. Zack, komm her. Aber die Hubert braucht einige Titel. Da, Tiger Blade. Die Attacke kennt man. Sprengblüte. Ist aufgefallen, es gibt sehr wenig Attacken, so Tales of typische Attacken. Also nicht sehr wenig, aber gibt auch viele neue Sachen hier. Sprengblüte und Clusterangriff und was weiß ich hier. Hubert, there's no profit in the enemies here. It's a waste of time. Hey! Huberts Arzt 3. Nach dem Einsatz seiner Art ist Huberts oft verwundbar. Greift ein Gegner also dann an, falls das nichts gut. Du sollst nach dem Angriff noch SK übrig haben, um falls nötig schnelle Schritte ausführen zu können. So kannst du Angriffe ausweichen und direkt wieder angreifen. Okay. Ja. Das geht jetzt fand ich gut, ey. Ich sehe irgendwie nicht den Grund zu kämpfen. Wir kriegen von den Gegnern hier gar kein Profit. Das ist vollkommene Zeitverschwendung. Hey! Ich habe zwar einige von denen schon 100 Mal gesehen. Ich das Spiel jetzt auch schon ein paar Mal durchgespielt habe, aber einige finde ich immer wieder gut. So, Mixer laden. Obwohl, habe ich überhaupt. Ja. Wir haben schon über 1000 Einheiten in unseren Elf-Mixer. Das ist gut. Es gibt eine Trophäe dafür, wenn man 9999 im Elf-Mixer hat. Ich frage mich, ob das Maximum ist. So viel habe ich noch nie erreicht. So, dann können wir hier die Quest abgeben. Gucken wir mal, wie viele Punkte wir dafür bekommen. Viele FP. 1940 nur, was? Ja, aber eben habe ich nicht so eine Auswahl jetzt. Ja, komm, lass mal. Einfach abgeben.
Hundemesser mal 1. So kaufe ich eigentlich das ganze Zeug, wenn ich es sowieso bekomme. Ach, du hast mein Werkzeug gefunden. Ich habe ja gewusst, dass du mir helfen würdest. Danke vielmals. Wie lange willst du diese alten Dinge eigentlich noch behalten? Spinnst du? Diese Werkzeuge haben mir die Eröffnung des Clans erst möglich gemacht. Sie sind total abgenützt. Du solltest sie wegschmeißen und dir neue zulegen. Worüber geht es eigentlich? Hubert hat mir diese Werkzeuge geschenkt. Hubert? Hat was verschenkt? An ein Mädchen? Ich glaube, ich muss mich setzen. Heute sind mal wieder alle besonders lustig. Darf ich fragen, warum er dir diese Werkzeuge geschenkt hat? Zu einer Zeit, als ich nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll, hat Hubert sie mir einfach stillschweigend überreicht. Hui, nicht schlecht, Hubert. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Du musst dich irren. Es ist wahr, und als du sie mir gabst, fasste ich plötzlich einen Entschluss, meine Zukunft betreffend. Und dich betreffend. Oh. Ach du liebe Zeit! Was überrascht dich so? Sie hat gesagt, sie fasste einen Entschluss, Hubert betreffend. Habe ich das? Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Du musst dich irren. Hihi. Ugh. Ich glaube, unsere Arbeit hier ist getan. Wir sollten uns wieder wichtigen Dingen zuwenden. Gehen wir sofort. Viel Glück, Hubert. Ich kann irgendwie den Namen nicht aussprechen. Ich werde keine Schande machen. Versprochen. Was auch immer. Okay. Sturer Leugner. Erlernte Art oder was auch immer hier ist. Machen wir das hier erstmal. Okay, und ein Skin. Und gut, Mensch. Warum habe ich das nicht gerade bekommen? Ach so, ja. Boah, ist das noch viel. Chance auf Eintreffer-Eliminierung. Das ist auch nicht schlecht. Aha. Nein, das muss nicht. Was haben wir hier? Zerstörungswut, Lichtpalisade, ja. Der Schaden ist immer gut. Und du hast das gemeistert. Auf Level 5 gebracht. Was haben wir noch hier? Schwierig. Immer diese peinliche Stille, wenn ich hier Titel aussuche. Werkzeit, gut. Ja, komm, schon gut so, ne? Jo. Oder? Jo. Noch ein Titel? Nein, okay. Brennende Fragen. Are you close with that craftswoman, Hubert? I barely know the woman. We were in the same unit once. That's all. Come on, you can tell us the truth, Hubert. You're on my case too? It's none of your business. Well, you don't need to be so mean about it. Hey, take it easy, you two. Let me ask you something then. All right. How are things with my brother? Don't tell me you reunited after 7 years and nothing's happened. No, nothing happened. Shut up. What was that all about? Nothing. Das war ein sehr guter Konter von Hubert. Ja, aber irgendwie gemein. Aber auch offensichtlich. So, sie hat jetzt hier einen Laden geöffnet. Mit dem können wir aber im Moment nicht viel anfangen. Hat was mit Dualisieren zu tun, was ich nicht mache. Und ja. Das heißt, diesen Laden können wir nicht gebrauchen. Fürs Erste. Oder überhaupt nicht. Vielleicht irgendwann sehr, sehr viel später, aber jetzt nicht. Wollte ich nur mal anmerken. So. Dann gehen wir jetzt noch nach Westen, ja. Osten? Ja, hier ist Westen, ne? Und wir sollen da einen Beweis finden von Moira, ja. Dass sie irgendwie da gestorben ist, nehme ich mal an. Ne? Na gut, dann gucke ich mich hier noch ein bisschen um, wenn schon was finden. Dürfte eigentlich nicht so schwer sein. Geh weg. Ich habe keine Zeit mehr. Ich will das noch schnell erledigen. Lass mich doch alle in Ruhe. Ja.
Problem ist, wenn ich wüsste, wo alles ist, ey. Das wäre natürlich gutes Zeitersparnis, aber nein. Da liegt was. Schöne Feder, die finde ich auch irgendwie voll oft. In letzter Zeit. Din, din, din. Es geht nur. Es geht nur. Wird ja irgendwie noch mehr Zeit verschwenden im Moment. Ich möchte doch einfach nur schnell irgendwas finden. Was irgendwie darauf schließt, dass... Ach ja, ich glaube, das war hier irgendwo. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwo bei so Knochenmark, glaube ich. Ne? Hier geht's lang. Hier ist schon wieder zu weit, glaube ich. Oder? Irgendwo hier muss das sein. Da. Der Stern, der markiert die Stelle. So, warte mal hier. Vielleicht ein Kopf. Was ist los, Hauptmann? Hier sind Menschenknochen. Der Größe nach zu urteilen, haben sie ein Kind gehört. Ein Kind, das etwa in Sophies Alter war. Glaubt ihr, sie gehören? Das ist durchaus möglich. Hm? Was ist das? Aha! Ja, Hauptmann? Wenn sie in einem Bauch war, würde das erklären, warum ihre Eltern keine Überreste von ihr gefunden haben. Ah, oh. Myra ist tot? Schon gut, wir bringen sie jetzt nach Hause. Zurück zu ihrer Familie. Alles klar. Schätzes Medaillon. Und ein Stück vom Hirnlappen. Falls sie uns nicht glauben. Ein gewöhnliches Metall. Mal, ich will schnell reisen. Kann ich schnell reisen? Warum nicht? Jetzt hat noch so ein Gericht, dass die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht auf dem Feld, aber das bringt uns jetzt nicht so viel, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind, ne? Ja, wir haben natürlich wieder viel erreicht. Wir haben nur 2 Quests hier erledigt. Aber naja, muss auch sein. Muss halt nicht immer alles linear sein, ne? Ihr könnt auch nicht immer so einen Luxus haben, ne? Also das geht nicht, ne? Mm-mm. Vor allem nicht bei meinen Videos. Okay, zurück. Bitte keine Encounter mehr. Danke. Geh weg, geh weg, geh weg. Du willst nicht gegen mich kämpfen, du willst sterben. Gut. Ich müsste die Erleuchtung bekommen. So. Dann noch zurück zum Gasthaus. Weil, ja. Wir wollen das hier noch alles in diesem Video erledigen. Und dann im nächsten Video gehen wir dann mit der Story weiter. Ne? Klingt dann nach dem Plan? Ja, ja, okay. Ich glaube, im Moment können wir auch nicht so viel tun. Ich könnte eigentlich jetzt durch die halbe Welt noch rumsegeln und Nebenquests suchen, aber das wird zu lange dauern. Ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele verpassbare. Im Kinderark gab es, glaube ich, verpassbare Nebenquests. Aber ich glaube, so hier allgemein nicht mehr. Das heißt, wir können uns mit den Dingern Zeit lassen. Ich glaube, die verpassbar sind, von denen bekommt man auch nichts. Also irgendwelche Belohnungen, Titel oder was weiß ich. Titel bin ich mir sicher, aber Belohnungen auf jeden Fall nicht. So, her damit. Hier ist ein Speicherpunkt, das ist alles perfekt. Hab vielen Dank für eure Hilfe. Der gnädige Frau geht es momentan nicht gut, also danke ich euch in ihrem Namen. Myra ist bestimmt froh, endlich dahin zu sein. Euch möchte ich ebenfalls danken. Gnädiger Herr, was macht ihr denn hier? Keine Ahnung. Ich weiß, dass du diese Leute um Hilfe gebeten hast. Es tut mir leid, dass du was tun musstest. Nein, bitte, ich sollte mich entschuldigen. Ich habe meine Befugnis überschritten und... Schon gut. Ich bin nur froh, dass meine Tochter endlich daheim ist. Ich hoffe, du findest dein Gedächtnis wieder, Kleines. Hoffentlich findest du deine echte Familie. Leb wohl und danke. Sollten wir uns nicht von Myras Mutter verabschieden?
Vielleicht besser nicht. Dein Anblick könnte sie nur noch mehr aufregen. Wir haben gerade so viel Chance verbaut, die einzige Tochter einer wohlhabenden Familie zu werden. Ha, ja, das haben wir wohl. Aspel, ich habe eine Familie. Ist dir etwas eingefallen, Sophie? Nein, das meine ich nicht. Familie nennt man doch die Menschen, die am wichtigsten sind, oder? Dann seid ihr also, du und der Hauptmann und die anderen meine Familie. Sophie, ich... Oh, Facepalm. Warum? Oder ist er am Bein? Schon gut, Aspel. Lass es ruhig raus. Ich weiß nicht, was ihr meint. Du hast es gut, Sophie. Du hast Menschen, denen du sehr am Herzen liegst. Warum weint Aspel? Weil du ihm wehgetan hast. Es war nicht sehr nett, Sophie. Du musst bestraft werden. Ich meine, Sophie hat den Titel Glückskind bekommen. Geil. Und schon wieder hier ein neues Titel. Hey. Weit können wir jetzt noch ausrüsten für den nächsten Part. Maximal SK. Meinetwegen nehmen wir das. Das haben wir auch noch. Das hier haben wir auch jetzt. Himmelszorn. Plasmaschock. Wollte schon oft lernen, ne? Aber habe ich irgendwie nie gemacht. Warum auch immer. Schwer. Insektenwiderstand. Ich sollte mal so Widerstandsdinger hier aufleveln. Nehmen wir das hier, wegen Erfahrung. So. Ja, irgendwas wollte ich noch nach. Ist mir jetzt nicht eingefallen. So, egal. 27 Minuten, das ist schon lang genug. Ich würde sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.